Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Klimaklagen. Mein Name ist Michael Ziesche. Ich bin heute hier der Moderator in einer Doppelfunktion. Zum einen arbeite ich im Unabhängigen Institut für Umweltfragen und bin dafür das Zählen von Verbandsklagen von Umweltorganisationen unter anderem zuständig. Und ich bin ebenfalls wie Roda Verheyen, die beim letzten Mal als Referentin aufgetreten ist, auch für die Green Legal Impact, eine neue Organisation, die gleichzeitig mit der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen Organisationen Veranstalter dieser Webinarreihe ist, im Vorstand tätig. Die Veranstaltung heute wird sich einem Thema widmen, einem Klagefall, nämlich dem People's Climate Case. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von Klimaklagen im Jahr 2018 bekommen. Und diese Klage ist vielleicht nochmal was ganz Besonderes und deswegen soll sie heute hier im Mittelpunkt stehen. Wir haben heute drei interessante Gäste, die mit mir zusammen die Klage diskutieren. Natürlich werden heute auch wieder Zuschauerfragen eine wichtige Rolle spielen und da bitte ich auch schon jetzt, sich dann entsprechend einige Fragen zu überlegen. Aber die drei Gäste möchte ich zunächst erst einmal vorstellen. Das ist zum einen Michael Rechtenwald, Kläger dieser Klage, wohnt in Langeoog, eine ostfriesische Insel, vor sozusagen in Niedersachsen. Darüber hinaus haben wir Katharina Freitag, Juristin und Mitarbeiterin für Referentin für Klimaschutzklagen bei German Watch, einer der beteiligten Organisationen, die den People's Climate Case unterstützen und begleiten. Und dann, last but not least, ist bei uns heute zugeschaltet Professor Dr. Gerd Winter, einer der drei Anwälte, die diese Klage begleiten, flankieren, betreuen. Und Gerd Winter ist tätig am Forschungsprofessor an der Forschungsstelle für europäische Rechtspolitik in Bremen und einer der Architekten, wie gesagt, dieser Klagen. Neben der Heinrich-Böll-Stiftung ist für die Reihe German Watch auch Client Earth und der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen verantwortlich. All diese Organisationen haben diese Veranstaltungsreihe konzipiert und überlegt, was man zum Thema Klimaklagen berichten kann. Es ist klar, das ist nur ein Auszug aus dem, was da gerade aktuell passiert. Aber ich denke, es ist ein erster Schritt und eine erste Möglichkeit, sich zu informieren aus erster Hand. Und ich denke, dass wir heute da mit dem People's Climate Case eine gute Wahl getroffen haben. Und wir werden da sicherlich ein paar neue, interessante Einsichten vermitteln können. Der Ablauf ist kurz geschildert. Wir werden das Ganze in einer Art Podiumsdiskussion heute durchführen zu drei verschiedenen thematischen Blöcken. Zum einen werden wir etwas über die Zulässigkeit dieser Klage diskutieren wollen. Dann soll es dann darum gehen zur Organisation und zum Thema Kommunikation, auch zum Thema der politischen Dimension. Und last but not least soll es auch zum sachlichen Gehalt, also alles, was Juristen sozusagen mit dieser Frage der materiellen Begründetheit in Verbindung bringen, das soll sozusagen im dritten Block im Mittelpunkt dieses Webinars stehen. Dieses Webinar wäre natürlich nicht möglich ohne tatkräftige Unterstützung und deswegen möchte ich auch diejenigen kurz vorstellen, die hinter dem sozusagen im Backend sind, im Hintergrund wirbeln und diese Veranstaltung auch mit ermöglichen. Ich freue mich, dass Hermann Ott wieder dabei ist. Hermann, der ja beim letzten Mal auch schon Auskunft gegeben hat von Client Earth, Geschäftsführer hier in Deutschland, wird heute in der Chatfunktion Fragen beantworten und sich darum kümmern, ein bisschen Licht in das Dunkel von verschiedenen Fragen, die aufploppen und die auftreten, zu bringen. Darüber hinaus haben wir Caroline Schröder, die mich unterstützen wird
bei der Weiterleitung von Fragen, die ja letztlich wie beim letzten Mal auch ein Stück weit gewotet werden. Und wo ich jetzt schon um Verständnis bitte, dass wir nicht alle Fragen sicherlich heute stellen können, aber wir bemühen uns natürlich, so viel wie möglich zu stellen. Und dann haben wir Annette Kraus von der Heinrich-Böll-Stiftung, die in erster Linie auch für den technischen Support sich verantwortlich fühlt und dafür sorgt, dass wir auch technisch hier uns heute reibungslos unterhalten können. So viel vielleicht erstmal für den Moment. Wir möchten heute ein bisschen anders starten. Wir wollen, dass ihr alle die Möglichkeit habt, zunächst erstmal so ein paar Informationen zur Klage zu bekommen. Dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet. Das würden wir zunächst erstmal kurz zeigen wollen und im zweiten dann werden wir den Stand der Klage, das wird dann Katharina Freitag kurz vorstellen, vorstellen. Vielleicht noch als letzte Bemerkung, die Veranstaltung wird heute wiederum, wie beim letzten Mal auch, aufgezeichnet. Wir wollen diese Veranstaltungsreihe insgesamt veröffentlichen, sodass alle die Möglichkeit haben, die heute nicht teilnehmen konnten, eben auch die Information erhalten können. Soweit für das Erste und jetzt, glaube ich, können wir dann starten mit dem Video. Ich bitte die Technik, das Video zum People's Climate Case zu starten. Wir haben im Wesentlichen Klägerfamilien, die es mit Hitzewellen, Dürre, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Eisschmelze, Gletscherschmelze zu tun haben, wo wir also wirklich sagen können, hier ist der Klimawandel schon angekommen. Mein Name ist Dr. Roda Verheyen, ich bin Rechtsanwältin und ich betreue den Fall, wo es um die europäischen Klimaziele geht. Eu sou o Armando Carvalho e de formação sou engenheiro florestal e dimensão, a severidade com que o fogo chega aqui é de tal ordem que nada resiste, que nada resiste. O incêndio afetou praticamente todas as parcelas da propriedade, com devastações que nunca ninguém imaginaria que se pudesse ter. Je m'appelle Maurice Féchet. Mon père et mon oncle avant en avaient déjà. C'est de tradition depuis très longtemps. Puis il y a une connotation, de vacances. Et on voit bien là que il y a des longues. Voilà, il y a 5 ou 6 mètres de temps en temps là, qui sont mortes à cause de la sécheresse de l'an passé. Et ce problème-là, on le retrouve de plus en plus depuis une dizaine d'années. Mein Name ist Maike Rechtenwald. Ich bin hier auf Langeoog geboren. Ich bin gelernte Hotelkauffrau. Ich bin Michael Rechtenwald. Ich bin Gastronom. Ja, die größte Sorge ist ja tatsächlich wirklich, dass unsere Kinder dann hier auf der Insel keine Zukunft haben. Im letzten Jahr 2017 hatten wir den ersten Sturm schon Anfang September. Und klassisch, sagt man, beginnt die Sturmflutsaison ja im Oktober, Mitte Oktober eher. Also jetzt insbesondere das, was wirklich momentan und aktuell für uns am gefährlichsten ist, wäre der Durchbruch der Nordsee durch die Dünenkette in unser Süßwasserreservoir. Das hätte tatsächlich Auswirkungen so insofern, dass die Insel dann ab dem nächsten Tag kein Trinkwasser mehr hätte. Sunt o simplă persoană cu numele de Vlad Petru, de deal. M-am născut săran și săran mor. Lipsă de ploi, când vin ploi, ploile agresive, cu piatră și ne distruge recoltele, afectează și la animale. Aș dori ca și copiii mei să aibă un viitor
aici pe pământul unde stăm, pe pământul strămoșesc, să nu mai plece cum am plecat eu în țări străine să muncească. Allen Familien geht es um dasselbe. Sie wollen ja keinen Schadenersatz oder so etwas, sondern alle wollen einfach nur, dass die EU ihre Klimaziele so ausrichtet, dass sie geschützt werden, so gut es geht. Und das ist ja eigentlich auch der rechtliche Ansatz des Falles. Tu, was du kannst, EU, sagen die Kläger. Olha, eu sou o Hildo Brando, sou apicultor. As alterações climáticas afetam as abelhas na totalidade, porque desequilibra o... Eu penso que isto é muito mau, porque a apicultura é cativante, a pessoa gosta das abelhas e depois começa a tratá-las como sendo um familiar. Tenho apicultores da minha idade e eu seria um caso desses, nunca conseguiria deixar as minhas abelhas. Allora, mi chiamo Giorgio Eltap, faccio l'agricoltore, ho una piccola azienda qua a Cogne. Il cambio climatico è qualcosa che non si riesce a percepire in maniera immediata, no? È qualcosa che ha un lento progredire, ma molto continuo, no? Quando fai agricoltura hai delle conseguenze magari immediate sul tuo lavoro. L'anno scorso a febbraio ha fatto molto caldo, al 15 d'aprile, quindi come fosse pochi giorni fa, aveva fatto una gelata molto forte, no? Che c'era stata in tutto il nord Italia. Come i lamponi erano già tutti iniziato a germogliare, praticamente li ha seccati completamente tutti. Io l'anno scorso non ho raccolto neanche un lampone. A história desta herdade é muito longa, está é da responsabilidade da minha família há mais de 6 gerações. O meu nome é Alfredo Cunhal Sendi e eu sou agricultor há 30 anos. Conseguíamos dar trabalho, conseguíamos ter uma harmonia da paisagem na qual nos sentíamos bem. Mas o que não é normal é uma situação como nós tivemos o ano passado, em que tivemos praticamente um ano sem uma gota de água. Es geht bei den Klimazielen nicht mehr um Diplomatie oder um ökonomische Grundsatzfragen oder um Klimamodelle. Es geht wirklich um den Schutz von Menschen, von ganz konkreten Menschen, deren Land, deren Erbe, deren Eigentum, deren Kultur. Und das ist diese Klage. Das macht diese Klage deutlich, für mich jedenfalls. Und deswegen vertrete ich sie auch mit vollem Herzen. Und por isso, a partir do momento em que percebi que havia a possibilidade de eu participar num processo deste tipo, acho que devo fazer isso. É a minha responsabilidade fazer isso. Mas credo que uma das coisas que em Europa é possível é o fato que existe uma Corte Europeia a cui dei cittadini possono rivolgersi per ottenere qualcosa che credono sia interesse anche di tutti, no? Il faut vraiment faire quelque chose avant que ce soit irréversible en plein, quoi. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Klage da wenigstens einen, ja, so einen Stein ins Wasser geschmissen haben, der dann so Ringe zieht, ne? Wenn nämlich hier anerkannt wird, dass der Klimaschutz ein Menschenrechtsproblem ist, dann kann der Klimaschutz auch in allen anderen Jurisdiktionen der Welt im Grunde aktiviert werden. Und das ist etwas, was den Klägern, mit denen ich darüber gesprochen habe, wirklich sehr wichtig ist. Estamos a falar do nosso futuro, não é? Da nossa, não só do futuro atual, mas essencialmente das próximas gerações. É possível nós fazermos um paraíso ainda neste planeta. Não tenho dúvida disso. Ja, danke.
Danke für die Technik, für die Einspielung. Ich denke, ein sehr beeindruckender Film, ein sehr beeindruckendes Video über die Hintergründe und auch über einige der Klägerfamilien. Katharina, kommen wir mal zu den sozusagen Hard Facts und zu dem, was die Klage insgesamt betrifft. Du bringst uns jetzt mal auf den Stand, wo wir da stehen und worum es eigentlich geht, wer auch beteiligt ist, damit wir das erstmal soweit alle verstehen können. Ja, das mache ich doch gerne. Danke, Michael, und guten Abend in die Runde auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und möchte mich auch jetzt nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Und ich freue mich natürlich, dass dieses Format auch auf so ein reges Interesse stößt vielmehr. Ne? Mir wird also diese ehrenvolle Aufgabe zuteil, jetzt einleitend den Rahmen für die heutige Veranstaltung ein wenig abzustecken. Und hierfür möchte ich zunächst einmal kurz nochmal Bezug auf den soeben gezeigten Einspieler nehmen. Denn dieser kurze Film hat meines Erachtens ein paar Punkte nochmal sehr gut deutlich gemacht. Zum einen, dass der Klimawandel eine Realität ist, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt, also bei einer Temperaturerhöhung von gerade mal einem Grad gegenüber vorindustriellem Niveau eine Existenz und damit auch menschenrechtsbedrohendes Ausmaß angenommen hat. Zum Zweiten, dass der Klimawandel nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich deutlich näher an uns herangerückt ist. Er sich also zunehmend auch vor unserer eigenen Haustür abspielt bzw. auswirkt und nicht länger nur noch fernab von unserer eigenen Lebenswirklichkeit, wie etwa in der Subsahara oder den kleinen Inselstaaten, von denen auch zwei Klägerfamilien stammen, die in diesem Beitrag jetzt nicht zu Wort gekommen sind, was ihr Anliegen aber natürlich nicht weniger wertvoll oder dringlich macht. Zum Dritten, dass es bei dieser Klage nicht nur um Einzelfallgerechtigkeit geht, weil die globale Klimakrise eben kein Einzelschicksal ist und weil die angestrebte Entscheidung in Bezug auf ein angemessenes Klimaschutzniveau damit auch Auswirkungen für eine Vielzahl von Personen haben kann und haben wird. Die Klägerinnen verstehen sich, ohne Michael jetzt vorgreifen zu wollen, aber das ist das, was uns Michael und Maike und auch die anderen Kläger in vielen Gesprächen immer wieder deutlich gemacht haben. Oder ja, dass sie sich eigentlich als ein Sprachrohr auch vor allem für all diejenigen begreifen, die gleichermaßen oder in noch viel einschneidenderer Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind und sein werden, aber eben nicht über vergleichbare Ressourcen verfügen, um sich und ihrem Anliegen entsprechend Gehör zu verschaffen. Und dies geht natürlich auch und gerade im Hinblick auf die heranwachsenden und nachkommenden Generationen. Last but not least, dass die internationale Klimapolitik im Allgemeinen und die europäische Klimapolitik im Besonderen bislang noch keine ausreichenden Anstrengungen unternommen haben, um die Bevölkerung vor den vermeidbaren wie unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu schützen und damit die Grundrechte ihrer Bürgerinnen verletzt oder jedenfalls zu verletzen droht. Ich denke, diejenigen unter euch, die sich ein wenig mit Klimaschutzpolitik oder Klimaschutzrecht beschäftigt haben, wissen, dass sich die Weltgemeinschaft 2015 im Pariser Klimaschutzabkommen auf eine Begrenzung der Temperaturerwärmung auf deutlich unter 2 bzw. möglichst 1,5 Grad verständigt hat. Und als Beitrag zu diesen Zielen des Abkommens haben die Vertragsstaaten umfassende nationale Aktionspläne für die Reduzierung ihrer Emissionen vorgelegt, sogenannte National Determined Contributions, kurz NDC. Und für die EU und ihre Mitgliedstaaten beträgt der Beitrag derzeit noch -40% bis 2030 gegenüber dem Emissionsniveau von 1990. Diese nationalen Beiträge reichen aber bei weitem nicht aus, um die gesetzten Temperaturziele zu erreichen. Mit diesen steuert die Weltgemeinschaft auf eine Temperaturobergrenze von ca. 3 Grad zu. Und hinzu kommt, dass diese für sich genommen schon unzureichenden nationalen Beiträge nicht einmal voll umgesetzt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten doppelten Klimaschutzlücke. Und diese ist natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass die Klimafolgen bereits in einer geringeren Erwärmung als bislang angenommen eintreten, natürlich besonders gravierend und verlangt deswegen auch eine entsprechende Überprüfung der politischen Handlungsmöglichkeiten. Und genau hier setzt eigentlich der People's Climate Case an. Und da würde ich die Technik mal kurz bitten,
die erste Folie einzublenden, damit ich mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen gewähren kann. So, also, das Herzstück des People's Climate Case bilden die Klägerinnen und ihre Anwältinnen. Es handelt sich dabei, wie gesehen, um verschiedene Familien aus unterschiedlichen Klima-Hotspots, sowohl innen als auch außerhalb von Europa, die vor Gericht anwaltlich von dem Dreigespann bestehend aus Professor Gerd Winter, Dr. Roda Verheyen und Hugo Lies vertreten werden. Beklagt sind die gesetzgebenden Organe, das heißt Europäisches Parlament und Rat der EU. Und unterstützt und begleitet werden die Klägerinnen und ihre Anwältin von einem europaweiten Bündnis von Nichtregierungsorganisationen und Fachexpertinnen. An dieser Stelle möchte ich drei Organisationen nochmal besonders hervorheben. Zum einen Protect the Planet, eine deutsche Umweltorganisation, die von der Unternehmerin Dorothea Sigtis gegründet worden ist und die gemeinsam mit Professor Winter zu den Mitinitiatorinnen und Wegbereiterinnen dieser Klage zählt und durch deren finanzielle Unterstützung das Ganze überhaupt erst möglich gemacht wurde. Dann Can Europe als der Dachverband von über 1000 umweltpolitischen Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in Brüssel, der die zivilgesellschaftlichen Klimaschutzaktivitäten auf EU-Ebene koordiniert, so auch in diesem Fall, dass es sich ja hier um ein europaweites Klagebündnis handelt und darüber hinaus auch europäische Klimapolitik zum Gegenstand hat. Während KenI oder das KenI-Sekretariat für die übergeordnete Strategie in Sachen Advocacy, Öffentlichkeitsarbeit und Mobilisierung zuständig ist, sind die hier beteiligten Mitgliedsverbände für die national angepasste Umsetzung und die Betreuung der Klägerinnen vor Ort zuständig. So auch JOMWATCH, eine deutsche Entwicklungs- und Umweltorganisation, die in diesem Klageverbund als deutsche Schnittstelle fungiert und für die ich gemeinsam mit anderen Kolleginnen dieses Projekt im nunmehr vierten Jahr begleiten darf. Damit kommen wir vielleicht zur zweiten Folie. Genau. Was ist also das Ziel der Klage? Die Klägerinnen fordern keine finanzielle Entschädigung. Die EU soll vielmehr gerichtlich gezwungen werden, ihre Klimaschutzziele so zu verschärfen, dass die Klägerinnen in ihrer Gesundheit, ihrem beruflichen Fortkommen und ihrem Eigentum nicht länger schädigt. Kurz geht es eigentlich hier um Grundrechtsschutz durch Klimaschutz, wobei wir auch gesehen haben, dass ein angemessenes Klimaschutzniveau natürlich dann entscheidend ist in einem solchen Fall. Und wie sich ein solches bestimmen bzw. rechtlich ableiten lässt, das werden wir im Verlauf der Veranstaltung noch nachvollziehen können. Konkret macht die Klage geltend, dass die EU-Klimaschutzgesetzgebung, welche die Hauptquellen der Emissionen regelt, also das ist zum einen die Emissionshandelsrichtlinie, zum anderen die Lastenteilungsverordnung und zu guter Letzt die Verordnung über Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, dass diese Klimaschutzgesetze gegen das Paris-Abkommen und die EU-Grundrechte verstoßen. Heißt, weder Paris-kompatibel noch grundrechtskonform sind und deshalb entsprechend nachgebessert werden müssen. Darüber hat der Gerichtshof der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg zu entscheiden. Und dieser besteht aus zwei Organen, zum einen dem Europäischen Gericht, kurz EuG, und zum anderen dem Europäischen Gerichtshof, kurz EuGH. In unserem Fall ist das Europäische Gericht das Gericht erster Instanz und der Europäische Gerichtshof das Gericht zweiter Instanz. Abschließend noch zum Verfahrensstand in der gebotenen Kürze. Die Klage wurde im Mai 2018 vor dem EuG erhoben, ein Jahr später wegen Unzulässigkeit abgewiesen. Was das genau heißt und bedeutet, hierauf werden wir dann auch im Folgenden nochmal näher eingehen können. Gegen diese Entscheidung haben die Klägerinnen im Sommer 2019 Rechtsmittel vor dem EuGH eingelegt. Und wir rechnen jetzt auch jeden Tag mit einer Entscheidung. Deshalb ist das eigentlich auch sehr schön, dass wir jetzt hier sehr nah dran sind und das ein sehr hochaktueller Fall ist. Sollte die Entscheidung für die Klägerinnen negativ ausfallen, findet das Gerichtsverfahren hier sein vorläufiges Ende. Vorläufig, weil viele der Klägerinnen auch an nationalen Klimaklagen beteiligt sind, so auch der Sohn der Familie Rechtenwald, der sich der dieses Jahr erhobenen Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angeschlossen hat. Spannend dürfte in diesem Zusammenhang dann natürlich die Frage sein, woran sich der Erfolg einer strategischen Klage letztlich messen lässt. Der Ausgang des Verfahrens ist dabei natürlich nur ein Indikator unter vielen.
Bei einer positiven Entscheidung würde das Verfahren vor dem Gericht der ersten Instanz, also dem EuG, fortgesetzt. Und hier bestünde dann auch die Möglichkeit, auf alle weiteren Rechtsfragen und aus klimaschutzrechtlicher Sicht natürlich besonders spannende Fragen einzugehen, die im Verfahren bislang noch nicht adressiert worden sind und über die wir hier und heute aber gemeinsam diskutieren wollen und können. Und darauf freue ich mich jetzt schon mal sehr. So viel von meiner Seite und dann gebe ich einfach direkt an Michael zurück. Danke, Katharina. Das war ja schon eine ganze Menge an Informationen und auch an sozusagen juristischen Hintergründen, die für die Klage ja wichtig sind. Ich glaube, in der ersten Runde würde ich gerne erstmal mit Michael Rechtenwald beginnen. Bevor wir aber einsteigen in die Diskussion, würde ich gerne nochmal sagen wollen, dass wir auch eine kleine Umfrage vorbereitet haben. Da sind einige Fragen dabei, um einfach auch das Teilnehmerspektrum gut zu kennen und zu wissen, wer heute hier überhaupt dabei ist. Darüber hinaus sind auch zwei Fragen dabei, die wir dann am Ende der Veranstaltung auflösen, also zwei Wissensfragen. Soweit also zu dieser Umfrage. Jetzt vielleicht zu Herrn Rechtenwald. Michael, Sie sind mit Ihrer Familie Kläger geworden. Meine Frage ist ganz einfach. Warum sind Sie da Kläger geworden und wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt in diesem Bündnis, in diesem Klagebündnis dazugestoßen zu sein? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wie sind wir dazu gekommen? Das ist eine ganz lustige Geschichte im Prinzip. Der Schuldige ist Professor Winter. Professor Winter, der ja der Initiator dieser ganzen Geschichte ist, auch mit der Begründung, ich muss was für meine, ich glaube, 7 Enkel mittlerweile tun, er wird mich korrigieren, wenn es schon mehr wieder sind, hatte die Idee halt, Familien aufzuspüren innerhalb Europas und auch ein bisschen in anderen Gebieten, in Kenia ist jemand und von den Fidschi-Inseln, glaube ich, die also sozusagen auch für Laien, keine Ahnung, wie jemand, der in Frankfurt am Main oder in Bonn wohnt, nachvollziehbar bereits heute oder damals 2018 vom Klimawandel betroffen sein könnten oder sind. Das sind dann eben Menschen, die auf Inseln wohnen, auf einer Hallig wohnen, die in irgendwelchen Dürregebieten leben. Und wichtig war ihnen eben auch, dass er Familien findet, die eben Kinder haben, wo es auch es geht uns allen eben um die Zukunft unserer Kinder. Und so ist er tatsächlich mehr oder weniger zufällig aufgrund eines Tipps unseres Bürgermeisters plötzlich bei mir am Telefon gelandet und erklärte in 2-3 Worten, vielleicht auch 20-30, sein Projekt und sein Vorhaben und fragte uns, ob wir mitmachen wollten. Nun muss man dazu sagen, wir leben wirklich, keine Ahnung, unser Hauptbetrieb, das Restaurant ist etwa 40 Meter vom Strand entfernt, direkt oben auf den Dünen. Den Klimawandel oder ich spreche auch gerne schon von Klimakrise, kriegen wir hautnah jeden Tag eigentlich mit. Ganz, ganz, ganz schleichend, wie der Kollege aus Italien auch schon sagte, aber inzwischen natürlich deutlich da. Wir haben das Ganze dann im Familienrat durchgesprochen. Wir sind ein Familienbetrieb mit 4 Familienmitgliedern aktiv in der Firma und haben uns relativ schnell dann dazu entschlossen, da einzusteigen. Einfach, weil wir alle, beide Familien, die bei uns in der Firma arbeiten, haben Kinder und wir möchten einfach, dass sie eben durch die europäischen Grundrechte geschützt sind. Und das ist aktuell nicht der Fall, weil die Klimakrise viele Dinge eben bedroht, unter anderem die freie Arbeitsplatz- oder Wohnortswahl hier auf der Insel. Mhm. Ich hab in der Vorbereitung gesehen, 4. Generation, also das ist, Sie sind sozusagen wirklich alteingesessener. Ja, es ist also 4. Generation, das ist auch meine Frau, ich glaube, es sind sogar noch mehr, aber 4. ist mindestens nachweisbar. Ich bin noch nicht so lange dabei. Also ich bin erst 2. Generation auf der Insel. Unsere Kinder werden dann 3., aber meine Frau ist mindestens 4., ich glaube, ja. Keine Ahnung. Ja. Die hat Langeoog, die Ureinwohner haben Langeoog aufgeschüttet, so ungefähr kommt mir das immer vor. Aber das ist sicherlich auch ganz wichtig, was in dem Film ja und im Video ganz gut rausgekommen ist, wie viele betroffen sind, die eben sehr, sehr lange schon in bestimmten Gebieten leben, tätig sind, wirklich nachhaltig betroffen sind und eben auch, und das trifft ja hier bei Ihnen eben auch zu. Das fand ich nochmal eindrucksvoll. Gut, Sie haben ja den Schuldigen, Anführungszeichen, schon genannt, Professor Gerd Winter. Ja, genau.
Und wahrscheinlich haben wir damit auch so einen ganz kleinen Wink gekriegt, wo Professor Winter ab und zu auch mal Urlaub macht oder sozusagen seine Freizeit verbringt. Aber unabhängig davon würde ich gerne zur Zulässigkeit der Klage, also zu den juristischen Fragen sozusagen kommen, zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal so eine Frage, wie kommt man eigentlich dazu, sich sowas zu überlegen? Denn es ist ja klar geworden, dass Sie sich die Klage sozusagen ein Stück weit auch überlegt haben. Wie kommt man dazu und warum dann vor dem europäischen Bericht, warum zum Beispiel nicht auch die Idee, sowas vor dem Bundesverfassungsgericht zunächst erstmal zu versuchen? Vielleicht erstmal soweit die Frage und dann können wir sozusagen weitergehen in den ganzen Teilbereichen der Zulässigkeit vor dem Europäischen Gericht. Ja, okay, danke für die Frage. Wie komme ich dazu? Eigentlich ziemlich einfach. Michael Reckenwald hat meine Enkel schon erwähnt, das sind 6, nicht 7. Aber es ist natürlich ein professioneller Grund dahinter. Seit 1973 bin ich jetzt in Bremen tätig und habe eigentlich durchgängig unter anderem öffentliches Recht gelehrt und bin auch praktisch involviert gewesen in umweltrechtsbezogene Rechtsfälle und habe die Entwicklung der Klimapolitik beobachtet und gesehen, es passiert nicht genug. Und irgendwann ist man dann zu weit zu sagen, jetzt steige ich ein und engagiere mich. Und da gab es die wunderbare Zusammenkunft mit Dorothea Siktis und ihrer NGO Protect the Planet, auch mehr oder weniger zufällig bei mir in der Wohnung. Und wir fanden gleich, das passt zusammen und haben dann diese Initiative gestartet. Warum das Europäische Gericht als Adressat? Ich habe das lange überlegt, auch zusammen mit Kollegen, die im Hintergrund mitgewirkt haben, Eckhard Rehbinder, Ludwig Krämer. Das sind also gestandene europäische Umweltrechtler. Und wir haben dann uns gesagt, es ist besser, man geht gleich auf die europäische Ebene, einfach aus dem Grund, dass man dann die Klimapolitik für ganz Europa erfasst. Und wenn man eine Reduktion um mehr als 40%, wie wir das anstreben, erreicht, dann bedeutet das Reduktionen für ganz Europa und nicht nur für einen Einzelstaat, für den man nur etwas erwirken könnte, wenn man auf der mitgliedstaatlichen Ebene bliebe. Nun ist die Klage ja 2018 eingereicht worden und sie ist zunächst erstmal abgewiesen worden. Also die Zulässigkeit ist nicht stattgegeben worden. Und da gibt es so eine Kernaussage und ich möchte das mal gerne zitieren. Das Gericht hat formuliert, da der Klimawandel alle betreffe, seien die Klägerinnen nicht besonders betroffen und daher nicht klagebefugt. Ich will das nochmal wiederholen. Da der Klimawandel alle betreffe, seien die Klägerinnen nicht besonders betroffen und daher nicht klagebefugt. Was sagen Sie dazu, wie da das Gericht argumentiert? Und was haben Sie sozusagen vorgetragen jetzt auch vor dem EuGH in dieser Frage? Ja, das ist ein etwas merkwürdiger Austausch von Argumenten. Der Ausgangspunkt ist, dass Klagen von Einzelnen vor dem Europäischen Gericht nur zulässig sind, wenn die Einzelnen individuell betroffen sind. Und nun ist es ja für den gesunden Menschenverstand eigentlich ganz klar, wir sind alle betroffen und gerade die klagenden Familien sind ganz besonders betroffen, besonders stark betroffen. Aber die Definition dessen, was individuelle Betroffenheit heißt, ist vom Europäischen Gericht und dem Gerichtshof sehr eng gefasst worden, nämlich als exklusive Betroffenheit. Das heißt, nur die können klagen, die ganz anders als jeder andere betroffen ist. Und das schließt natürlich dann Klagen aus, wenn wie vom Klimawandel viele betroffen sind. Nun hat das Gericht allerdings zugegeben, dass die Kläger, wie auch viele andere,
in besonderer Weise betroffen sind. Also die Reckenwalds sind vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Die Familie und kooperative Sending ist in Portugal ist von Trockenheit betroffen und so weiter und so fort. Und die einen sind Bauern, die anderen sind Restaurantbesitzer und so weiter. Da gibt es eine große Vielzahl von Betroffenheit. Und das erkennt das Gericht im Grunde auch an und sagt dann aber, ja, aber wenn wir das als die einzelne Betroffenheit als Kriterium zulassen würden, dann hätten wir das, was die Gerichte alle nicht wollen, nämlich die Popularklage. Dann würden alle klagen können. Und dagegen sagen wir, erstens ist es absurd, dass je stärker die Betroffenheit ist und dementsprechend je mehr Leute betroffen sind, desto weniger Rechtsschutz eröffnet wird. Und wenn ihr befürchtet, dass es zu Popularklagen kommt, es gibt noch einen anderen Weg zwischen dem engen Kriterium der exklusiven Betroffenheit und der Popularklage, nämlich indem man die individuelle Betroffenheit restriktiv auslegt, aber nicht ausschließend. Und zwar so, dass man sagt, klagen kann, wer persönlich betroffen ist und in besonderer starker Weise betroffen ist. Das sortiert dann doch in gewisser Weise Kläger aus. Und es gibt auch andere Methoden prozessrechtlicher Art eines Gerichts, zum Beispiel Musterklagen vorzuziehen, um mit dem Problem fertig zu werden, dass sehr viele klagen. Dagegen sagt jetzt, wir haben unter dieses Argument noch gestützt, damit, dass es ja eine Garantie des Rechtsschutzes gibt. Immer wenn die Europäische Union den Einzelnen Rechte gibt, muss dafür ein Rechtsweg zur Verfügung stehen. Die Einzelnen haben europäische Grundrechte zugeteilt bekommen. Sie können sich darauf berufen. Dafür muss es einen Rechtsweg geben. Und wir sagen, wenn niemand zugelassen wird in dieser Klage, mangels besonderer Betroffenheit, exklusiver Betroffenheit, dann ist das ein Verstoß gegen die Rechtsweggarantie. Und dagegen sagt das Gericht jetzt, ja, dann fängt dann an mit nationalen Klagen und dann gibt es die Möglichkeit der sogenannten Vorlage von Fragen vor den Europäischen Gerichtshof. Dann könnt ihr dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorlegen, ob vielleicht die Rechtsakte, die wir angreifen, nichtig sind. Dagegen sagen wir wiederum, das geht gar nicht. Wenn jetzt national geklagt wird, dann richtet sich die Klage auf die Schärfung der nationalen Reduktionsziele. Und der Maßstab ist dann die nationale Verfassung, die nationalen Grundrechte. Es kommt dann nicht dazu, dass das nationale Gericht dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorlegt, ob die dahinterstehenden Rechtsakte möglicherweise nichtig sind. Das wäre eine absurde Fragestellung. Da müsste man national sagen, der Mitgliedstaat muss durch noch nicht existentes europäisches Recht gezwungen werden, weiterzugehen. Und das ist eine absurde Frage, die man dem Gerichtshof nicht vorlegen kann. Deshalb ist also der Verweis auf die nationalen Klagen nicht stimmig. Abgesehen davon, dass man in allen 27 Mitgliedstaaten klagen müsste, um diese Quote zu erreichen, die wir erreichen können, wenn wir direkt zum Europäischen Gerichtshof gehen, nämlich 40%, nicht nur 40% Reduktion, sondern mehr, bezogen auf sämtliche Emissionen in ganz Europa. Was aus den Ausführungen schon deutlich wird, ist, es ist sozusagen doch sehr voraussetzungsvoll, auch sehr kompliziert. Kann man denn sagen, dass es insgesamt gesehen vor dem Europäischen Gerichtshof, also vor europäischen Gerichten, schwieriger ist, im Moment überhaupt als Einzelner zu klagen? Fehlt da offensichtlich auch ein Stück weit Rechtswegmöglichkeit, so wie er in den Nationalstaaten zumindest ja immer auch vorhanden ist? Wie würden Sie das einschätzen? Also wir haben ja Aarhus, die EU hat Aarhus auch ratifiziert. Im Moment ist ja gerade eine Verordnung auch in der Diskussion, die da so ein bisschen versucht nachzujustieren, dass auch die EU-Organe Klagen in bestimmter Weise auch zulassen können sollen. Aber wie man mitbekommt, doch auch nur sehr, sehr eingeschränkt und limitiert. Aber wie ist das insgesamt? Ist da möglicherweise architektonisch auch noch
was die EU betrifft, ein Mangel an Rechtsmöglichkeit vorhanden, der eigentlich erstmal angegangen werden müsste? Ja, also beobachtbar ist eine Unterschiedlichkeit des Rechtsschutzniveaus auf nationaler und europäischer Ebene. Der Europäische Gerichtshof drängt immer die Mitgliedstaaten dazu, großzügig zu sein in der Zulassung von Klagen und verhält sich selbst aber bei Direktklagen restriktiv. Und das gilt sowohl für die Individualklagen wie für die Verbandsklagen. Die Individualklagen, da haben die Mitgliedstaaten durchgängig Kriterien, die breiter sind, die großzügiger sind, was die Klagebefugnis angeht, als dieses enge Kriterium des Europäischen Gerichtshofs, dass man also exklusiv betroffen sein muss. Auf europäischer Ebene gilt dieses Kriterium. Da ist also eine Inkonsistenz, eine Diskrepanz zwischen, zwischen den beiden Ebenen. Was die Verbandsklagen angeht, ist es noch deutlicher. Der Europäische Gerichtshof drängt immer die Mitgliedstaaten, die Verbandsklage zuzulassen. Und wir in Deutschland, die wir eine Tradition haben, dass die Verbandsklage eher im Hintergrund bleibt, sind dazu gedrängt worden, die Verbandsklage weitgehend zuzulassen. Auf europäischer Ebene ist dies nicht der Fall. Die Verbandsklage gilt da als grundsätzlich unzulässig. Außer der Verband hat eine ganz formale Rechtsstellung zuerkannt bekommen durch einen Rechtsakt. Oder die Mitglieder des Verbandes sind selbst auch klagebefugt. Also auch hier eine Restriktion auf europäischer Ebene. Nun hat die europäische Ebene allerdings in Angesicht der von Ihnen auch schon zitierten Aarhus-Konvention etwas getan, nämlich die Eröffnung eines internen administrativen Überprüfungsverfahrens auf Antrag der Verbände. Also die Verbände können, wenn sie gegen einen Rechtsakt vorgehen, europäische Institutionen anrufen, nochmal drauf zu gucken. Das gilt bisher nur für individuelle Verwaltungsakte und wird jetzt erweitert auf Exekutivakte, also auf allgemeine Normen der europäischen Exekutive, der Kommission, des Rates und dergleichen. Es wird aber nicht eröffnet für Rechtsschutz gegen Gesetzgebungsakte. Und das ist hier bei uns der Fall. Diese Klagen richten sich gegen Gesetzgebungsakte. Also ist auch hier weder eine Verbandsklage noch eine Individualklage erfasst. Und wir stehen also da dann vor dem vollen Programm der Prüfung der individuellen Betroffenheit im Sinne dieses Exklusivitätskriteriums. Ja. Ich habe gerade eine Frage von Caroline zugespielt bekommen, die sich um das Thema Kausalität, also Nachweis von dieser exklusiven Betroffenheit und auch der Rechtsverletzungen dreht. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das Ihrer Meinung nach darlegbar? Ist das sozusagen, sind da die hinsichtlich der Wetterphänomene, hinsichtlich der klimarelevanten Ereignisse. Also ist das schwer genug, wiegt das schwer genug, um diese Exklusivität deutlich zu machen? Was würden Sie da dazu sagen oder kurz argumentieren dazu? Also die Exklusivität ist nach unserer Meinung kein gutes Kriterium, sondern man muss nachweisen natürlich, dass eine persönliche, schwere Betroffenheit vorliegt. Und die Frage beziehe ich auch jetzt mal auf die Kausalität dahinter. Kann man wirklich sagen, dass die Kläger in ihrer Existenz beruflich, was ihr Eigentum angeht, was die Kinder, die Chancen der Kinder angeht, sind die durch den Klimawandel individuell persönlich betroffen? Wir haben da große Mühe darauf verwendet, unter Einbeziehung von klimawissenschaftlichem Sachverstand, um das im Einzelfall zu belegen. Und es gibt also, ich glaube, insgesamt 6.000 Seiten Anhänge, in denen für die einzelnen Klagefamilien das dargelegt wird. Und natürlich, letzten Endes gibt es immer noch einen Rest von Ungewissheit. Aber ich glaube, die Evidenz ist inzwischen so zwingend, dass das die Gerichte annehmen müssten. Okay. Ich würde gerne, jetzt haben wir sehr
einiges über die Zulässigkeitsfragen, auch über die Fragen, wie man an das europäische Gericht oder vor europäische Gerichte kommt, diskutiert. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen über die Organisation und auch Kommunikation und die politische Dimension dieses Verfahrens, also im Themenblock 2, diskutieren wollen. Katharina, das ist eine Frage, die an dich gerichtet ist. Wir haben ja schon gehört, Gerd Winde hat sich das, ich sage es jetzt mal so salopp, etwas ausgedacht. Er hat dann auch schon eine Idee gehabt, wo ein paar Kläger sitzen, aber das reichte wahrscheinlich nicht aus, um eine solche umfängliche Klage, du hast ja die Organisationen, die dahinter sind, kurz erwähnt und vorgestellt, also eine solche Klage auf die Beine zu stellen. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit, wie viele Menschen arbeiten dann daran, sowas professionell dann letztlich auch auf die Beine zu stellen, damit das dann auch wirklich Aussicht auf Erfolg haben kann? Und, und der zweite Aspekt ist, wie wichtig ist bei einer solchen Klage, du hast das vorhin, glaube ich, sehr schön gesagt, der juristische Erfolg ist nicht die einzige Dimension, natürlich eine ganz wichtige, völlig klar, aber ein Erfolg misst sich auch an anderen Kriterien. Wie würdest du sozusagen den Stellenwert von Kommunikation einer solchen Klage einschätzen? Ja, vielen Dank für die Frage. Wie wir sehen, haben wir es mit sehr technischen Fragen zu tun und darauf verwende ich eigentlich einen Großteil meiner Zeit als Juristin bei einer NGO, die Übersetzungsarbeit dann zu machen für die breite Öffentlichkeit, weil wir ja nicht nur juristische Zielgruppen haben, sondern als Zielgruppe im Zweifel auch die breite Öffentlichkeit, wie heute Abend auch. Wie viel Input ist da erforderlich? Also wir haben gesehen, die Genese ist manchmal recht zufällig. Und um noch eine andere Anekdote hinzuzufügen, die Nichte von Gerd Winter ist und war Mitglied bei Germwatch. Und sie hatte im Grunde auch die Verbindung zu Protect the Planet hergestellt. Und so sind viele Akteure am Anfang zusammengekommen. Aber eben, ich glaube, aus dieser zufälligen Ansammlung, da brauchst du ein bisschen mehr, um dann wirklich so einen ganzen ein Projekt oder eben so ein Verfahren über mehrere Jahre zu stemmen. Ich denke, das, was wichtig ist, oder vielleicht anders aufgesattelt das Pferd, die Frage nach dem Input ist natürlich immer davon abhängig, was für Ziele man mit so einer Klage verfolgt. Also wenn es jetzt nur um individuellen Rechtsschutz geht, dann muss man sich im Zweifel nur Gedanken über Anwaltskosten machen. Also Anwaltszwang besteht vor europäischen Gerichten. Die Nichtigkeitsklage, die dem Ganzen hier zugrunde liegt, die ist gerichtskostenfrei. Das heißt, da fällt jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Wenn man jetzt darüber hinaus natürlich über so eine rechtliche und politische Mobilisierungsstrategie spricht, da braucht man natürlich so bestimmte Ressourcen, die vielleicht nur im Rahmen von einer politischen Mobilisierungsstrategie förderlich sind oder good to have oder nice to have für so ein relativ langwieriges und kostenintensives Gerichtsverfahren sind die unerlässlich. Also zum einen die Expertise. Also da haben wir ja, wie wir jetzt schon gesehen haben, extrem viel juristischen Sachverstand an Bord gehabt. Wir brauchen dieses starke Netzwerk von NGOs und wir brauchen vor allem auch die finanziellen Kapazitäten. Und darauf muss man im Vorhinein natürlich so ein bisschen seinen Fokus ausrichten, also zum einen eben diese finanziellen Kapazitäten auch dauerhaft für über mehrere Jahre hinweg zu sichern. Und da ist er ja hier, wir in diesem Zusammenhang eben nicht auf staatliche Fördermittel zurückgreifen konnten, ist das natürlich eine Fundraising-Frage in diesem Zusammenhang. Also das ist alles privat spendenbasiert. Ein starkes Netzwerk aufbauen. Wir mussten denke ich jetzt nicht ganz bei Null anfangen, dafür sind die NGOs auf europäischer Ebene einfach zu gut vernetzt und da hat es sich auch bewährt, Can Europe mit ins Boot zu holen als europäische Schnittstelle, die dann eben über dieses ganze europaweite Netzwerk an NGOs, ich glaube 5 oder 6 an der Zahl, die für die Klägerbetreuung vor Ort dann nochmal zuständig sind, ne, einzubinden. Und dann auch genau diesen klimawissenschaftlichen Sachverstand, der natürlich auch nochmal darlegen muss, wie die Kläger im Einzelnen tatsächlich betroffen sind, weil es geht ja hier nicht nur um Rechtsfragen, sondern eben auch im Zweifel um Fakten, die wir in irgendeiner Art und Weise auch beweisen müssen.
Genau. Und die Kommunikation, ja. Wie wichtig, wie hoch schätzt du sozusagen diesen Teil einer solchen Klagekampagne? Denn es ist ja eine echte Kampagne sozusagen mit dem juristischen Teil, aber eben auch mit dem Kommunikationsteil, Öffentlichkeitsarbeit, der Medienarbeit, Pressearbeit. Wie wichtig ist das? Ja, also ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Also das ist jetzt kein Just-for-Fun-Prozessieren, sondern das muss natürlich solide argumentiert werden, aber es muss auch solide kommuniziert werden nach außen. Und darum geht es natürlich auch um die Herstellung von Öffentlichkeit, um die Erzeugung von politischem Druck. Und weil du mich auch auf die Erfolgsindikatoren nochmal angesprochen hattest, ne, für den Fall, was ist hier eigentlich entscheidend oder woran bemessen wir eigentlich den Erfolg von so einem breit aufgestellten Projekt, was über mehrere Jahre läuft, das hat natürlich auch damit zu tun, wie weit reichen wir eigentlich in die Öffentlichkeit ein? Wie ist die Medienberichterstattung? Also über dieses Projekt beispielsweise wurde eigentlich in allen Leitmedien berichtet, auf CDF, ARD. Und dadurch, dass wir natürlich auch ein sehr diverses und europaweites Bündnis hatten, natürlich auch entsprechend international berichtet. Also bei CNN, bei Arte, Le Monde, Le Figaro. Also da ist natürlich einfach ein sehr extrem hohes Mobilisierungspotenzial vorhanden gewesen und es wurde auch durch eine Petitionskampagne begleitet. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, auch die Sachverhalte, die hier in so einem sehr technischen Vokabular daherkommen, auch wirklich in die Breite zu tragen und verständlich machen. Also tatsächlich diese Übersetzungsarbeit zu leisten, damit man dann auch im Nachhinein, je nach Ausgang des Verfahrens, den nötigen Rückhalt hat und dass es im Grunde auch nicht im Sande verläuft. Sowohl wenn man jetzt eine positive Gerichtsentscheidung hat, dann geht es natürlich auch noch um die Durchsetzung und da muss man natürlich auch noch mal ein Auge drauf halten. Und selbst wenn es eine negative Entscheidung sein sollte, wie begleitet man den politischen Prozess? Also das heißt, hier ist ja nicht nur eine Öffentlichkeitsarbeitskomponente, sondern tatsächlich auch eine Advocacy-Komponente. Das heißt, hier geht es uns ja, und das ist ja auch das Kerngeschäft von Germwatch, um politische Klimazielerhebung und Anhebung vielmehr. Und da ist es natürlich begleitet durch eine sehr zielgruppenspezifische Ansprache auch beispielsweise der Abgeordneten. Und da ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie man jetzt die derzeitigen Diskussionen auf europäischer Ebene zu Klimazielerhebung begleiten kann und wie man dort auch die Argumente, die in der Klage vorgetragen haben, wie man die auch einfließen lassen kann in einen weiteren Prozess, der uns jetzt in den nächsten Monaten auch bevorsteht im Trilogverfahren oder bei der Modifikation der Klimaschutzgesetzgebung etc. Ja, du hast das gerade angesprochen, das Europäische Parlament ist da ganz wichtig. Würdest du sagen, dass Argumentation aus der Klage, aus dem Kontext der Klage, auch schon Eingang in das Handeln der Abgeordneten im Europäischen Parlament geführt haben? Also siehst du da eine Resonanz und siehst du da sozusagen, dass da was verfängt, also im Vergleich zu vorher? Als wir vor 3 Jahren angefangen haben und gesagt haben, die Reduktionsziele von -40% sind absolut unzureichend, und wir haben in der Klage ein Reduktionsziel von 50-60% circa zugrunde gelegt, was wir für verhältnismäßig erachten oder was man jedenfalls entsprechend ableiten könnte, wenn man juristisch so argumentiert, wie wir argumentiert haben. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das eigentlich noch überhaupt keine Option. Mittlerweile ist sogar die Kommission auf -55 eingeschwenkt. Das wird aller Voraussicht nach auch zum Ende des Jahres dann in Stein gemeißelt werden. Das Parlament, das eigentlich auch mitbeklagt war, hat jetzt jüngst im Grunde in seinem Beschluss zum Europäischen Klimaschutzgesetz ein Reduktionsziel von -60% bis 2030 vorgegeben. Und das ist sehr spannend, weil im Grunde dadurch das Parlament von einem Beklagten zu einem Verbündeten geworden ist. Und das ist jetzt natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt, den man da in Follow-up geht. Im Übrigen auch nochmal eine Side-Note. Diese Klagen, die den Beklagten zugestellt werden, mit denen sind die Umwelt- und Klimaausschüsse des Parlaments beispielsweise gar nicht befasst gewesen, nur der juristische Dienst. Das heißt, die eigentlich spannende Argumentation wäre zu diesen Stakeholdern gar nicht vorgedrungen, wenn man das nicht durch eine Strategie begleitet hätte. Und man kann jetzt auch, wenn man sich das Klimaschutzgesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, anschauen, dass da sehr viel von unserer Argumentation auch mit Eingang gefunden hat,
insbesondere die Menschenrechtskomponente oder eben die Reduktionszielverschärfung. Und genau, die Abgeordneten haben, glaube ich, kurz vor Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes auch nochmal explizit Bezug auf die Klägerin genommen im Plenum. Und also das sind natürlich immer so Erfolge, auf die man aufbaut, die aber natürlich auch nicht von alleine zustande kommen. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dieses Ping-Pong der verschiedenen Ebenen und was du gerade angesprochen hast, dass es da sozusagen einen solchen anhängigen Fall gibt, ist natürlich dann für politische, also für Politiker auch natürlich ganz gut, um sozusagen auch verschärfte, ambitioniertere Ziele dann auch in der Diskussion zu halten und sie sogar dann auch entsprechend durchzuführen, durchzusetzen. Ich habe auch eine ganze Reihe von Fragen jetzt zugestellt bekommen. Ich werde dann auch gleich die eine oder andere dazu stellen. Aber jetzt an Michael Rechtenwald nochmal eine Frage. Wie ist das so als Klägerfamilie? Also wenn wir haben ja gerade gehört, das ist eine Klage, die durchaus sehr viel an Medienresonanz mit sich gebracht hat. Sind Sie da sozusagen jetzt vom Hotelier zum kleinen sozusagen Medienstar geworden auf der Insel? Also wie schaut man da sozusagen, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit nimmt in so eine Klage für Sie dann in Anspruch und was sind da für Herausforderungen mit verbunden? Also Medienstar ist sicher übertrieben. Mittlerweile zumindest ein Medien-Semi-Profi, kann man glaube ich sagen. Also als Professor Winter uns fragte, ob wir in die Klage einsteigen, da wussten wir noch nicht mal, dass man die EU überhaupt verklagen kann. Ich meine, wir sind Gastronomen und keine Juristen. Als die Klage dann eingereicht wurde und die Bombe sozusagen explodierte, kann man es wirklich so sagen, es war eine Bombe, die explodierte. Also in den ersten zwei Monaten hatten wir, ich würde mal sagen Juli, August, mindestens 150 Pressetermine. ja, also wirklich, es waren, glaube ich, alle Fernsehsender dieser Welt bei uns, alle Zeitungen, inklusive New York Times und was ich nicht, Radiointerviews, Telefoninterviews, Videokonferenzen. Das war natürlich, zwei Seiten einer Medaille. Nicht? Einerseits das, was man wollte, Öffentlichkeit, Vollpower, alle kriegen es mit. Andererseits natürlich Hauptsaison auf der Insel, schon 16-Stunden-Tag und dann ziehst du so eine Nummer auch noch durch. Also es war tatsächlich so weit, dass wir dann Ende August zu German Watch gesagt haben, so jetzt gibt uns mal vier Wochen Pause, bis wir unseren Laden wieder geordnet haben und im Oktober geht es weiter. Das war natürlich extrem positiv, weil nichts anderes haben wir erwartet, dass wir sozusagen als Privatpersonen erreichen können. Die juristischen Ziele, da ist Roda für verantwortlich, da ist Gerd Winter für verantwortlich, Katharina Freitag, die kümmern sich darum. Wir sind sozusagen die Menschen, die man auf einem Silbertablett der Öffentlichkeit präsentiert hat. Damit mussten wir dann leben, können wir auch nach wie vor ganz gut. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele E-Mails auch bekommen. Ein paar Hass-E-Mails waren dabei, ist klar, muss man mit leben, aber weitestgehend wirklich einen unglaublichen Zuspruch. Wir haben daraufhin erst gemerkt, wie viele Menschen sich für das Thema wirklich in ihrem kleinen Kreis, in ihrer kleinen Gemeinde, in der Kirche, im Gemeinderat irgendwo in Dumsdorf oder Blöthausen oder in Bayern und Schleswig-Holstein dafür interessieren, wie viel Zuspruch wir gekriegt haben, dass wirklich an allen Fronten im Kleinen gekämpft wird. Und dass wir sozusagen so ein bisschen diesen kleinen Grüppchen und Gruppierungen damit auch eine Stimme verliehen haben und mehr Aufmerksamkeit gemacht. Das war extrem positiv. Das hat uns eigentlich über die Zeit geführt, dieser Zuspruch von so vielen Menschen, dieser private Zuspruch und von kleinen Gruppen und so weiter, das war schon toll. Und mittlerweile ist es so, also das Medieninteresse ist nach wie vor da, wie man ja heute auch sieht, aber es ist überschaubar und wir haben gelernt, damit umzugehen, wir haben gelernt, Interviews zu geben. Also wir kriegen es in den Griff und es freut uns, dass wir immer noch gefragt werden. Ja. danke. Aber da, man kann sich schon vorstellen, dass das eine echte Herausforderung ist. Der Fluch des sozusagen Interesses ist dann natürlich tatsächlich, das bricht dann so ein. Ne? Das haben Sie schön geschildert und deutlich gemacht. Ich habe hier eine Frage. Ich glaube, das ist was für Katharina, die das dieses Verhältnis zwischen den NGOs und der Klägerin einerseits betrifft, aber auch wie die Klägerin untereinander in Verbindung gebracht worden sind. Wie muss man sich das vorstellen? Hat das mal ein Treffen da auch gegeben oder über Zoom oder über irgendwelche Videokonferenzen?
Wie schafft man es auch, so eine Verbundenheit der Klägerinnen untereinander herzustellen, die ja aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten kommen? Genau, vielleicht ist es aber auch eine Frage an Michael tatsächlich. Genau, an euch beide. Ja, also ich glaube, das, was wir natürlich versucht haben, möglich zu machen, sind Begegnungen und ein Austausch unter den Klägerinnen und Klägern, dadurch, dass die natürlich in ganz Europa verteilt waren und auch alle in mittelständischen Betrieben aktiv waren, ihre zeitlichen Ressourcen natürlich auch begrenzt. Das gilt vor allem auch für Michael und Maike auf Langeoog. Ihr habt ja, oder sie und ihr habt ja jetzt auch gehört, wie sich ihr Lebensalltag neben dem ganzen Presserummel auch gestaltet. Also da bleiben nicht viele Möglichkeiten. Ja, es gab in Brüssel so, das ist so ein bisschen der neuralgische Punkt, wo wir dann versuchen, die meisten Stakeholder dieses Verbundes zusammenzubringen. Gab es verschiedentlich Treffen von Klägerinnen und Klägern, da konnten Michael und Maike beispielsweise nicht dabei sein. Es gab auch Treffen in Luxemburg. Auch in Katowice auf der COP waren Klägerinnen und Kläger dabei. Also im Grunde hat man immer versucht, so Möglichkeiten des Austauschs zu finden. Und ja, und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist nicht nur der Austausch der Klägerinnen und Kläger untereinander, sondern auch der Klagenden oder Klägerinnen und ihres unmittelbaren Umfelds. Also ich glaube, dass man da beispielsweise die Community, die Klägerinnen und Kläger in ihrem ganzen Verfahren auch mitträgt oder begleitet oder informiert werden will, das ist irgendwie ganz wichtig. Und wir hatten eine Veranstaltung vor 2 Jahren, also kurz nach Klageeinreichung, auch vor Ort auf Langeoog, so eine Art Townhall-Meeting, wo man tatsächlich auch nochmal den Anwohnern vor Ort erklärt hat, was passiert hier eigentlich gerade, warum ist da so ein Presserummel? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch. Hm. Genau, vielleicht Michael, wenn du noch irgendwas ergänzen willst. Ja, also tatsächlich ist es ja so, wie du schon sagtest, Katharina, wir leben hier auf unserer Insel und es ist nicht so einfach, mit dem Schiff hier wegzukommen. Das heißt, wir haben von den anderen Klägerfamilien persönlich leider niemand kennengelernt. Das war einfach aus zärtlichen Gründen und Entfernungsgründen nicht möglich. Aber wir haben immer einen sehr engen Kontakt zu German Watch gehabt und auch zu Protect the Planet, was die uns wirklich da pausenlos und dauernd unterstützt haben und dann sozusagen immer auf indirekten Wege die Infos von den anderen Familien dadurch bekommen. Eine Frage, die gestellt wurde, ist ganz kurz, wozu braucht man eigentlich die NGOs bei diesen Klagen? Man hat die Kläger, man hat den Anwalt. Katharina, vielleicht sagst du dazu noch was. Ich muss meine Existenzberechtigung jetzt erstmal kurz darlegen. Ja, also wie ich versucht hatte, nochmal zu erklären, wenn man so Klagen jenseits wirklich von individuellem Rechtsschutz denken möchte, dann braucht man einfach ein Netzwerk, auf das man aufbauen kann. Und da geht es natürlich um die Herstellung von Öffentlichkeit, die Verfügbarmachung von Gerichtsdokumenten, die Übersetzung von Gerichtsdokumenten, genau, den Kontakt zur Presse, die Pressearbeit so ein bisschen zu filtern. Wir haben versucht, natürlich viele Anfragen abzufangen, aber die Presse ist natürlich frei und reist dann eigenständig dann auch nach Langeoog beispielsweise. Aber da tatsächlich auch Veranstaltungen zu organisieren und über dieses Verfahren zu informieren. Also einmal die breite Öffentlichkeit und dann natürlich auch die politische Zielgruppe insbesondere und dann die juristische, die Studenten etc. Ich denke, jetzt hast du schön dargelegt, warum das Ganze dann eben auch eine strategische Klage ist, mit all den Komponenten, die du gerade genannt hast, die das eben unterscheiden zu einer normalen Klient-Anwaltsbeziehung und um das dann vor Gericht zu bringen, weil genau das ist ja bei einer solchen Unternehmung und bei einer solchen Klage eben das Besondere und hast du jetzt ja ganz, glaube ich, ganz gut illustrativ geschildert. Ich würde jetzt zu dem dritten Punkt kommen wollen, zu dem zum materiellen Gehalt, zum rechtspolitischen Diskurs auch. Und bevor wir aber da einsteigen, wollte ich gerne kurz die zwei Antworten nicht vorenthalten, die bei der kleinen Umfrage, die Fragen, die da gestellt wurden. Zum einen gibt es weltweit insgesamt so in etwa, natürlich ist das gerundet, es ist klar, etwa 1000 Klimaklagen schon, die
bislang eingelegt worden sind. Das heißt, das ist da schon ein ganz schön großer Fundus, aus dem man schöpfen kann. Das kann man, da kann man eine ganze Menge auch schon auswerten, analysieren. Und da gibt es also sehr, sehr viel Stoff, den man weiter diskutieren und vielleicht auch mit dem man weiter arbeiten kann. Und die zweite Frage, die gestellt wurde, wie viele Umwelt- und Klimaklagen werden denn in Deutschland von den anerkannten Verbänden pro Jahr in etwa eingelegt? Das ist in den letzten Jahren immer etwas unterschiedlich gewesen und ist inzwischen auch etwas angestiegen, aber man kann ungefähr sagen, das sind so knapp 50 Klagen, die pro Jahr von den anerkannten Verbänden eingelegt werden. Klar ist, dann gibt es viel, viel mehr Entscheidungen dazu. Wer sich dazu informieren will, der kann gerne auch mal an Green Legal Impact oder an UFU herantreten, weil wir sind diejenigen, die das seit 25 Jahren tun, diese zu zählen, zu analysieren und auch der Umweltrechts-Community zu sagen, hey, damit kann man in Deutschland ganz gut umgehen. Das überfordert weder die Gerichte, noch wird dadurch irgendwie substanziell irgendwas ausgebremst oder verlangsamt an Infrastrukturplanung. Soweit vielleicht zu unserem kleinen Exkurs der Fragen, die wir hatten. Jetzt aber zum dritten Themenblock. Und da ist die eine Frage aus dem Publikum gestellt worden, die finde ich ganz spannend. Nehmen wir mal an, die EU würde die Ziele, nehmen wir mal an, 65% Reduktion zu 2030 jetzt also schärfen, deutlich ambitionieren. Wäre damit die Klage hinfällig? Das ist eine Frage vielleicht an Gerd Winter. Damit würde ich den dritten Block beginnen wollen. Ja, was zu erwarten ist, ist eine Schärfung der Ziele, aber nur in der Weise, dass das Klimaschutzgesetz ausspricht, bis 2030 sollen so und so viel Reduktion erreicht sein. Das bedeutet aber noch nicht, dass diese Zielsetzung in Maßnahmen umgesetzt ist. Und das muss erst geschehen. Es muss dann zum Beispiel für den Emissionshandel vorgesehen werden, jedes Jahr Reduktion um so und so viel Prozent, damit wir dann 2030 auf -60% sind. Also darauf müssen wir zumindest warten, dass die Zielsetzung in Maßnahmen umgesetzt worden ist. Wenn das erfolgt ist, kann man sich darüber unterhalten, ob man die Klage zurücknimmt. Das wäre ein bisschen schade. An sich kann man bei der Klage bleiben, um dann festzustellen, was das Gericht mit unseren ganzen Argumenten macht, ob es zum Beispiel die Grundrechtsargumentation ernst nimmt, ob es den Bezug auf die Pariser Vereinbarung ernst nimmt. Das wäre dann alles nicht mehr zu erwarten, wenn man die Klage zurücknimmt. Das ist ein interessanter Punkt. Also es geht nicht nur um die Ziele, die sind gut und schön, aber die sind sozusagen ja erstmal nur verbale Artikulation. Es geht um die dahinterliegenden Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen. Ist das denn erwartbar, dass das Gericht auch sozusagen bewertet, ob die Maßnahmen, die die EU anstrengt, für, nehmen wir mal an, ambitionierte Ziele von 55-60% ausreichend sind. Kann man das darlegen? Man wird das begründen, aber machen sich die Richter sozusagen eine solche Argumentation zu eigen und würden sie dann in der Richtung möglicherweise entscheiden? Ja, man sollte vielleicht zwischen drei Ebenen unterscheiden. Das eine sind die ganz allgemeinen Ziele, -40%, -60% und dergleichen. Die zweite Ebene ist die Umsetzung dieser Ziele in, sagen wir mal, Strategien oder in Grundsatzmaßnahmen. Und die dritte Ebene sind dann die Einzelmaßnahmen. Auf der dritten Ebene geht es darum, wie viel erneuerbare Energie soll jetzt erreicht werden, wie sollen die Emissionsnormen von Kfz aussehen, wie stark sollen die Gebäude gedämmt werden und so weiter. Auf diese dritte Ebene lassen wir uns nicht ein, das ist auch aussichtslos, weil das Gericht dann sofort sagen würde, das ist im Ermessen des Gesetzgebers, wo er die Schwerpunkte setzt. Unsere Klage liegt auf der mittleren Ebene, auf der Ebene, wo relativ konkrete Strategien ausgeworfen werden. Zum Beispiel
den Mitgliedstaaten werden bestimmte Prozentsätze zulässiger, bestimmte Quoten zulässiger Emissionen zugewiesen. Die müssen jährlich um so und so viel vermindert werden. Der Großindustrie wird pro Jahr so und so viel zugemessen. Wie sie das umsetzt, ist ihre Sache. Aber das ist auf der mittleren Ebene doch konkreter als die ganz allgemeinen Ziele. Und auf dieser Ebene bewegen wir uns. Und erst wenn auf der Ebene etwas verändert worden ist, lohnt es sich, über eine Rücknahme der Klage nachzudenken. Katharina hatte vorhin, als du die Basics zur Klage erläutert hast, hast du ja auch erwähnt, welche Regelungen und welche Programme der EU der Erreichung ambitionierter Klimaziele entgegenstehen. Auch das ist ja offensichtlich Teil der Argumentation. Ja, also man kann es vielleicht festmachen an der Grundrechtsargumentation. Die drei Rechtsakte, die wir angreifen, verwirklichen ein selbstgesetztes Ziel von -40% bis 2030. Darin steckt implizit, 2030 lässt die Europäische Union noch 60% jährlich, 60% der Emissionen von 1990 zu. Ja. So, das ist zu viel an zulässigen Emissionen. Warum zu viel? Hier müssen wir nachweisen, dass darin eine Grundrechtsverletzung liegt. Wir müssen also nachweisen, dass die Grundrechte mehr fordern an Reduktion oder umgekehrt gesagt weniger zulassen an Reduktion, an Emissionen im Jahr 2030. Und das macht man mit einer Anwendung von Grundrechten. Die Grundrechte sind so zweistufig aufgebaut. In der ersten Stufe muss man feststellen, ob ein Eingriff vorliegt. Eingriff in die Berufsfreiheit, die in Eigentumsfreiheit, Eingriff in die Kinderentwicklungsrechte und dergleichen. Unsere These ist ja wohl, das ist bei den Klägern ganz klar, hier liegt ein Eingriff vor. Wenn Sie den Lavendelbauern in Südfrankreich nehmen, dessen Boden austrocknet, das ist ein Eingriff nicht nur in seine Profitabilität, in seine Berufsfreiheit, sondern auch in sein Eigentum, weil der Boden nicht mehr bebaubar ist. Das ist also praktisch schon fast eine Enteignung. Also ein Eingriff liegt vor, aber aus Eingriffen resultiert nicht sofort auch eine Grundrechtsverletzung. Denn wenn man jetzt den Eingriff abstellen muss, wenn man also die Emissionen reduzieren muss, ergeben sich jede Menge Konsequenzen für andere. Es gehen Arbeitsplätze im Kohlebereich verloren und so weiter und so fort. Man muss also auch diese Gesichtspunkte mit berücksichtigen. Und das Grundrechtsgebot ist hier, dass die aus anderen Interessen heraus zuzulassenden Emissionen, dass die so weit wie möglich reduziert werden. Also es wird legitimerweise anerkannt, dass es Emissionen noch geben muss, aber die müssen, das ist ein Grundrechtsgebot, so weit wie möglich reduziert worden. Und da sind wir bei dem Machbarkeitskriterium. Wir sagen, das, was technisch und ökonomisch machbar ist, muss verwirklicht werden. Mhm. Und das war 2018 nicht der Fall. Die 40% sind zu wenig. Es war mehr machbar. Und die Europäische Kommission hatte in ihren verschiedenen Berichten nicht ausgeschöpft, was alles machbar ist. Inzwischen hat sie das getan. Es gibt einen interessanten Bericht von 2019, in dem die ganzen Sektoren abgetestet werden im Hinblick darauf, was machbar ist. Und siehe da, es kommt raus, 60% Reduktion ist machbar. Insofern haben wir also sozusagen das, was jetzt anerkannt ist, durch eine Grundrechtsargumentation vorweggenommen im Frühjahr 2018. Ja. Hat denn das Europäische Gericht, zu dem das der Fall ja dann wieder zurückverwiesen wird, wenn ich das richtig verstanden habe, schon mal so eine gewichtige, also schon mal so eine hochpolitische Klage entschieden in letzter Zeit? Also mit anderen Worten, sind die Richter sich dieser Dimension, die sich ja hier auch vor Augen geführt sehen, sind sie sich dessen bewusst und
auch sozusagen, haben die dann auch tatsächlich den Willen, sich in diesem Bereich so zu artikulieren? Also diese psychologische Komponente, die auch natürlich auch bei Gerichten immer eine wichtige Rolle spielt, hier doch auch sozusagen Neuland auch zu betreten ist. Wie würden Sie das einschätzen? Nachdem das kann ich natürlich nicht einschätzen, weil ich die Richter persönlich nicht kenne. Wir haben natürlich recherchiert, was deren professioneller Hintergrund ist. Aber es gibt von denen, die für uns zuständig sind, nicht Menschen, die sozusagen ökologisch in der Wolle gewaschen sind. Mhm. Das hat auch strukturell damit zu tun, dass die europäischen Gerichte nicht fachlich untergliedert sind. Es wäre wünschenswert, auch vielleicht für die NGOs mal eine nette Forderung, dass die Kammern, die zuständig sind, nicht für alles zuständig sind, sondern dass es dann Kammern gibt, die zum Beispiel sich für Umweltfragen spezialisieren. Also insofern kann man diese Frage schlecht beantworten. Natürlich sind die Richter sitzen nicht nur im stillen Kämmerlein, sie gucken auch darauf, was in der öffentlichen Debatte in Europa läuft. Aber sie sind auf der anderen Seite eben doch auch Juristen und Juristinnen, die stark innerhalb der juristischen Gebäude denken. Wenn man jetzt fragt, könnte das Gericht den Mut haben, angesichts der Dringlichkeit der Situation über seinen Schatten zu springen und dieses verdammte Kriterium der Exklusivität als Zulässigkeitsvoraussetzung abzuschaffen? Ja, es gibt viele Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die hochpolitischer Art waren, in der der Gerichtshof geradezu Recht gesetzt hat. Eine berühmte Entscheidung aus der Frühzeit von Gent und Loos hat gerichtlich dekretiert, dass das europäische Recht Vorrang vor dem nationalen Recht hat. Das war damals überhaupt nicht klar. Das ist einfach juristisch so beschlossen worden. Oder Entscheidungen zur sogenannten Direktwirkung von Richtlinien. Richtlinien müssen in nationales Recht umgesetzt werden. Und solange das nicht passiert, gelten sie noch nicht national, dann kommt der Gerichtshof und sagt, doch, sie gelten, obwohl sie umgesetzt werden müssen, schon unmittelbar unter bestimmten Voraussetzungen, die ich jetzt hier nicht aufzähle. Also der Gerichtshof hat in verschiedenen Situationen hochpolitische Entscheidungen getroffen, die er selbstverständlich in Rechtsargumentation kleidet, aber der Sache nach ist das Rechtspolitik. Und es wäre durchaus denkbar, dass der Gerichtshof in dieser Sache auch den Mut hat, fundamental Stellung zu nehmen. Ich sage aber gleich dazu, ich will hier keine Hoffnung machen. Von vornherein habe ich allen Klägern, mit denen ich gesprochen habe, und Michael Reckenwald weiß das auch noch, gesagt, unsere Chance ist nicht höher als 10-15%. Und dabei bleibe ich auch noch. Aber selbst wenn wir abgewiesen werden, das ist ja jetzt schon zur Sprache gekommen, hat die Klage vielleicht doch zum allgemeinen öffentlichen rechtspolitischen und politischen Diskurs beigetragen. Also ich denke, das kann man in jedem Fall schon sagen und das ist ja heute auch schon verschiedentlich deutlich geworden. Trotzdem mal die 10-15%, denn das ist hier auch eine Frage gewesen. Angenommen, die Klage wäre erfolgreich, was würde dann passieren? Was genau würde dann danach passieren? Also es ist ja eine Nichtigkeitsklage, das heißt, das Gericht kann jetzt nicht anordnen, dass der Gesetzgeber so und so viel Prozent Reduktion vorschreiben muss, sondern das Gericht kann nur aussprechen, die drei Rechtsakte, so wie sie stehen, sind nichtig, weil sie nicht ambitioniert genug sind. Und dann ist die Politik natürlich im Spiel. Da die Begründung des Urteils darauf Bezug nehmen wird, was alles machbar ist, wird in der Politik dann natürlich auch diese Argumentation zur Begründung eine Rolle spielen. Aber der Gesetzgeber ist dann dran und der kann natürlich entscheiden, dass er jetzt Schwerpunkte im Agrarbereich setzt oder im Gebäudebereich oder im Energiebereich oder wo immer. Er muss aber sich an den Grundrechten orientieren. Und bin jetzt nicht auf die Pariser Vereinbarung gekommen, auch an der muss er sich orientieren. Da ist eine besondere Argumentation denkbar,
die man extra ausführen müsste. Ich denke, ja, okay, das, ich denke, die, es ist immer gut, wenn man sozusagen die Erwartungen realistisch einschätzt. 10-15% ist ja eine erstmal sehr sozusagen zurückhaltende Erwartung. Aber ich glaube, das, was Katharina vorhin ausgeführt hat, die Klage hat ja durch das Medienecho, durch das politische Interesse auch der Europaabgeordneten schon eine ganze Menge an Wirkungen erzielen können. Vielleicht, Katharina, kannst du noch mal kurz darlegen, wie das aus eurer Sicht eingeschätzt wird, was ihr als Erfolg dieser Klage sehen würdet, selbst wenn sie, sozusagen juristisch nicht durchschlagend erfolgreich wäre. Ja, also ich glaube, zum einen, wenn man sich auf so Präzedenzklagen einlässt, und so eine ist das nun mal, muss man auch damit leben können, wenn man vor Gericht verliert. Aber ich glaube, was auch, um jetzt vielleicht für Germanwatch zu sprechen, wo wir jetzt doch schon ein paar Jahre nicht in diesem Geschäft dabei sind, aber durchaus schon diese strategische Bedeutung von Klagen erkannt haben, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie so die Botschaft, die man in dem ganzen Zusammenhang eigentlich auch ziemlich klar artikulieren sollte. Weil ich glaube, das, was die Klage bewirkt hat, ist im Grunde, dass sie wahnsinnig viel spannende Menschen zusammengebracht hat, extrem engagierte Personen, dass da jetzt ein ganz großes Know-how auch vorhanden und aufgebaut ist, dass diese beteiligten Stakeholder eigentlich zu Multiplikatoren werden. Und das ist natürlich auch ein Punkt, dass die der People's Climate Case ist ja eingebettet in eine ganze Klimaklagewelle. Wir werden jetzt nicht die Gerichte damit überschwemmen, das ist nicht Anliegen der Verbände und auch nicht der Klägerinnen und Kläger. Dafür ist das alles viel zu ressourcenintensiv, wie wir gesehen haben. Aber man muss sich einfach bewusst machen, dass das ein Präzedenzcharakter ist, der Nachahmereffekte haben wird. Das ist eine Rechtsargumentation, die vorgetragen wird und auf die sich andere Gerichte oder auch andere Klägerinnen und Kläger beziehen können. Deswegen denke ich, ist da extrem viel Vorarbeit geleistet worden und hat uns zwar sehr viel Kraft und Nerven gekostet, alle Beteiligten zusammen, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel voneinander gelernt und vor allem auch durch dieses europaweite Bündnis natürlich sind sehr viele verschiedene Menschen zusammengekommen, auch mit sehr viel unterschiedlichen Erfahrungsschätzen und das war extrem bereichernd und im Übrigen der politische Prozess, den wir für 3 Jahre noch nicht für möglich gehalten hätten, der ist jetzt auch eingetreten und ausgelöst und ich glaube, da gilt es auch, da im Grunde dran zu bleiben und vor der Klage ist oder nach der Klage ist dann vor der Klage, um es vielleicht mal so zu sagen. Und deswegen geht da ja, unsere Arbeit auch weiter. Vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen. Gerne. Also sollte die Klage abgewiesen werden, würde ich dafür plädieren, dass wir oder wer immer sich dafür interessiert, einen Mood Court organisiert. Das heißt also ein gespieltes Gericht, in dem genau dieser Prozess so gespielt wird, wie er hätte laufen können, wenn die Zulässigkeit bejaht worden wäre. Und das müsste dann möglichst realistisch sein. Das heißt, es müssten Richterinnen und Richter gefunden werden, von denen nicht sicher ist, ob sie auf der Seite der Klage stehen. Also es muss das Risiko des Scheiterns bestehen. Und dann sollten die Parteien repräsentiert sein, juristisch und vor allen Dingen auch mit klimawissenschaftlichem Sachverstand und die ganzen Argumente, die wir zur Sache gebracht haben, aufführen und diskutieren. Da könnte auch ein Streit zwischen Sachverständigen seinen Platz haben, ein Streit zwischen Juristen und Juristinnen zur Zulässigkeit und zur Begründetheit der Klage. Das ist zwar ein riesiger Aufwand, aber die Argumente selbst sind eigentlich schon alle auf dem Tisch. Also dafür plädiere ich, wenn darüber diskutiert wird, was danach kommt. Gut, dann wollen wir mal sozusagen erstmal nicht hoffen, dass das notwendig wird, aber im Worst Case ist das bestimmt eine gute
produktive Umgang oder produktiver Umgang mit dann den Ergebnissen. Und ich finde, da kann vielleicht auch die Heinrich-Böll-Stiftung mal überlegen, wie sie da vielleicht auch unterstützen kann. Denn ich denke, in den nächsten Jahren wird man ja noch einiges in dem Bereich sehen. Ich gucke jetzt auch schon ein bisschen auf die Zeit und bin im Grunde, wir sind auch im Grunde schon in unserer Abschlussrunde. Ich möchte Michael Rechtenwald auch noch mal fragen, hinsichtlich des Erwarteten und des Erfolgs. Nehmen wir mal an, die Klage würde stattgegeben und sie wäre dann, die Richter am Europäischen Gericht würden dem stattgeben und das wäre ja die eine Option. Aber nehmen wir mal auch die 10-15% und fassen das ins Auge. Wie sehen Sie da, wie beurteilen Sie diese Erfolgsaussichten und wie gehen Sie damit um? Und was ist für Sie da sozusagen ein Erfolg aus Ihrer persönlichen Sicht für diese Klage? Also mit den juristischen Folgen gehen wir sozusagen überhaupt nicht um. Wir sind von Anfang an aufgeklärt worden von Gerd Winter, dass das sozusagen fast ein Glücksspiel ist, also 10-15% Chance. Zwischendurch hat er auch schon mal gesagt, oh, könnte ein bisschen mehr werden, dann war es wieder weniger. Also das wussten wir von vornherein und sozusagen, wir sind Gastronomen, diese Seite ignorieren wir mehr oder weniger völlig. Für uns ist tatsächlich das wichtig, was wir sind. Wir stehen auf dem Silbertablett, wir spielen die Öffentlichkeit, wir wollen, wie ich vorhin so schön gesagt habe, einen Stein ins Wasser werfen, der dann Kreise zieht. Ich denke, das ist uns in manchen Bereichen ganz gut gelungen. In manchen Bereichen steht noch ein Baum im Wasser, der die Kreise aufgehalten hat. Aber wir können ja noch einen Stein schmeißen und noch einen, was wir auch immer tun. Das ist unser Anliegen. Ist völlig egal, ob die Klage zugelassen wird oder nicht. Natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn sie zugelassen würde. Was dann sicherlich für jeden von uns auch einschneidende Veränderungen mit sich bringen würde. Aber genau das wollen wir ja. Und sozusagen diese juristische Seite, die blenden wir völlig aus. Da ist Roda und Gerd für zuständig. Okay, ja, und das ist ja auch in guten Händen. Genau. Das hat man ja, glaube ich, heute auch festgestellt. Darüber hinaus vielleicht an Katharina. Gerd Winter hat ja vorhin auch so ein bisschen in einem Nebensatz gesagt, was sozusagen auch an Möglichkeit bestünde, nämlich in den Mitgliedstaaten jeweils in eine Vorlage sozusagen, Vorlageverfahren reinzukommen und in 27 verschiedene Klagen anzustrecken, um sie dann sozusagen beim EuGH irgendwie zu einer Klagekampagne zusammenzuführen. Gibt es auch Überlegungen in die Richtung über CAN, dieses europäische Netzwerk, das du ja auch als Unterstützer der Klage erwähnt hast? Wie sieht das aus? Ja, ich glaube, darüber werden wir uns dann unterhalten, wenn es tatsächlich soweit sein sollte. Was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass viele, und was ich vorhin auch schon, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt habe, dass viele der jetzt beim People's Climate Case beklagten Kläger auch an nationalen Klimaklagen beteiligt sind. So beispielsweise der Sohn von Familie Rechtenwald, aber auch Maurice Fischer, unser französischer Kläger, der ist auch bei der französischen Klimaklage involviert. Unser italienischer Kläger soll es auch werden. Also insofern ist das eigentlich etwas, was bereits schon angelegt ist und was durch bereits angestrengte Verfahren auch ein Stück weit antizipiert wurde. Da geht eins so ineinander über und natürlich kann man da immer noch einen draufsetzen. Das ist aber tatsächlich auch eine Ressourcenfrage und das muss sehr sorgfältig geprüft werden. Mhm. Gut, ich sehe, die 90 Minuten sind leider schon rum, die sehr spannenden, kurzweiligen 90 Minuten. Aber ich habe das Gefühl, wir haben heute doch einiges zu dem People's Climate Case besprechen können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren drei Diskutanten, die ja maßgeblich in diesem Klageverfahren involviert sind oder sie überlegt haben. Ich bedanke mich bei Michael Rechtenwald, ich bedanke mich bei Gerd Winter und ich bedanke mich natürlich auch bei Katharina Freitag. Ich möchte auch herzlich allen nochmal danken, die hinter den Kulissen im Chat gewirbelt haben. Und da denke ich in erster Linie an Annette Kraus, Caroline Schröder und an Hermann Ott. Darüber hinaus auch Philipp Meyer, der den
technischen, sozusagen die technische Sicherstellung dieses Nachmittags verantwortlich geleitet hat. Wir werden in einer Woche eine weitere spannende Runde haben können, dann auch mit Remo Klinger und Cornelia Ziehen, zwei Umweltrechtsanwälte, die auch in unnachahmlicher Art und Weise für Klimaklagen einstehen und auch Spannendes zu berichten haben werden. Es wird sich also lohnen, wieder einzuschalten, wieder dabei zu sein und auch Fragen zu stellen. Ich muss mich entschuldigen für die, deren Fragen leider heute nicht gestellt werden konnten. Es sind auch wieder zu viele gewesen. Wir hatten jetzt uns im Chat sozusagen verständigt, dass wenn man an Annette Kraus eine E-Mail schickt, dann kann man zumindest auch die Links, die man sich möglicherweise nicht runtergeladen hat oder kopiert hat, dann nochmal erfragen. Andererseits denke ich, dass es auch, wir zeichnen ja die Veranstaltung auch danach noch einiges an zusätzlichen Informationen geben wird. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und bleibt dran. Es lohnt sich. Man hat gesehen, hier gibt es noch eine ganze Menge auch neu zu gestalten, für angehende Juristen zu tun. Und insofern hat es großen Spaß gemacht und ich wünsche einen schönen Abend und bis nächste Woche. Danke, Michael. Danke, Katharina. Danke.